Hi, mein Lieben, willkommen zurück. Ich habe jetzt länger kein Video gedreht und jetzt ist ein bisschen wieder was gekommen bei mir, Kerziges und auch ein Ü-Paket von der lieben Dalinka. Grüß dich mal ganz lieb. Ist schon Geburtstagspaket. Ich habe nämlich heute Geburtstag. Bin junge 30 Jahre geworden und ja, möchte ich euch auf alle Fälle zeigen. Ich habe schon ein paar Geschenke gekriegt, Kerzige. Von Freunden und die zeige ich euch jetzt und habe noch drei Deko-Kerzen wieder gebastelt und so ein bisschen maritim Look und das finde ich ganz gut fürs Bad oder so. Das ist immer eine schöne Idee und die zeige ich euch gleich als erstes, bevor ich euch dann das Duftige zeige. Und da fange ich jetzt einfach mal an mit dem ersten Glas, was ich dekoriert habe. Und da habe ich so Deko-Sand gekauft im Teddy. Der riecht nach Vanille. Und habe noch ein paar Muscheln. Das ist ja relativ schwer, warten, ein paar Muscheln zu kriegen. Jetzt ist ja auch nicht so die Jahreszeit dafür mit den Muscheln. Und hat mir eine Kollegin mitgebracht. Die brauchte die nicht mehr und ich brauchte die sowieso. Und es sieht immer ganz schön aus. Das ist eine ganz schöne Idee. Gerade wer dann so bräunliche Badmöbel hat, so in der Farbe vielleicht. Da sieht es immer ganz edel aus. Und das ist das erste Glas. Das behalte ich für mich, für mein Bad, als Deko. Das zweite Glas habe ich ein bisschen anders gemacht. Da habe ich wieder ein bisschen mehr Sand reingemacht und ein paar Muscheln und so ein paar Holzelemente. Ich weiß jetzt nicht, wie die Holzkugeln heißen hier, die. Und habe so ein bisschen Kordelband, ich glaube Kordel heißt das, Kordelband gekauft, auch im Teddy. Hab das so umwickelt, das passt immer ganz gut. Und ja, sieht schlicht aus, ist zeitlos. Das muss ich mal sehen, das werde ich wahrscheinlich verschenken. Muss ich mal gucken. Und das dritte Glas, was ich gemacht habe, ist auch in der Optik, bloß mit anderen Muscheln. Ich habe jetzt noch ein bisschen Sand, vielleicht mache ich noch eine, dann ist der Sand komplett alle. Den habe ich mir auch mal im Teddy gekauft. Den gab es auch in verschiedenen Farben. Und ja, finde ich eigentlich ganz schön. Einfach zum Nachmachen. So, das waren meine Deko-Kerzen, meine drei, die ich erstmal gebastelt habe. Es kommen jetzt auf alle Fälle noch ein paar. Ich will noch ein paar Ostern probieren, Osterkerzen zu basteln. Da habe ich mir schon ein bisschen Osterdeko gekauft. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Und dann fange ich jetzt einfach mal an mit den Kerzen, die ich geschenkt gekriegt habe. Und jetzt zeige ich euch erstmal eine, die ich mir selber gekauft habe. Die habe ich aber schon im Dezember gekauft. Die habe ich auch vergessen zu zeigen. Von Home Inspiration Reihe. Das ist der Mary Mint Chocolate. Den habe ich mir damals mal im TK Maxx gekauft. Wie gesagt, ist jetzt schon fast 2 Monate her. Und der riecht so ein bisschen wie After Eight. Schön schokoladisch, schön nach Minze. Nicht so extrem nach Minze. Also hier riecht man überwiegend die Schokoladennote raus. Soll so ähnlich riechen wie der neue von Yankee, den es letztes Jahr gab. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Der soll auch so riechen, in die Richtung gehen. Und ich bin gespannt. Wie gesagt, ich hatte es noch nicht angehabt. Und werde ich auf alle jetzt mal machen. Und ich bin echt mal gespannt, wie die ist. Ja, können wir ja gerne mal schreiben, wer die schon hatte. Oder auch die andere Pfefferminzkerze hatte, wie ihr die fand, würde mich gerne mal interessieren. Das war die Kerze, die ich mir selber noch gekauft habe. Und jetzt zeige ich euch die Kerzen, die ich geschenkt gekriegt habe heute oder auch schon gestern geschenkt gekriegt habe. Ein Teil, da ich mir einmal den einen großen Hauswarmer Roseberry Sorbet mir aussuchen dürfen und den fand ich total geil. Das ist ja jetzt von diesem Jahr, da von der Frühlingskollektion. Das ist, finde ich, auch für mich der einzige von den 4 Düften, der für mich jetzt gut riecht. Der riecht auch schön intensiv. Man riecht die Rosenblätter, man riecht die Birnennote, die Eisnote. Ja. Ist jetzt auch nicht so extrem rosenmäßig. Also hält sich im Hintergrund. Man riecht auch gut das Sorbet-Eis, also total geil.
mag ich sowieso immer die Mischung zwischen fruchtig und blumig. Und ich glaube, das könnte mein neuer Favorit werden für Frühling, glaube ich. Und ich mag gespannt, wie der jetzt im Glas dann ist. Ich habe den jetzt nur im Sampler getesten dürfen. Dann geht's weiter auch mit einem großen Hauswarmer von der speziellen Edition, wo Yengi 50 Jahre alt geworden ist. Das ist der Maple Sugar, den durfte ich mir auch aussuchen im Online-Shop. Und das war ein Blind-Duft, also ich kannte den vorher nicht. Ich habe den auch vorher noch nie irgendwie düfteln können. Und ich habe den mir durchgelesen und der riecht total geil. Der riecht schön extrem intensiv Woody. Man riecht die Vanillenote. Schön cremig. Man riecht auch die Ahornsirup. Also den Ahornsirup riecht man mehr raus. Ja, total geil. Gut, wer jetzt die Mackie-Nase hat, ist glaube ich nichts für den, der Duft. Aber ich habe sie zum Glück nicht. Ja, riecht schön. Riecht auch ein bisschen Karamell. So ein bisschen buttrig auch. Ja, bin echt gespannt, wie die warm ist. Wer diese Kerze schon hatte und auch kennt, kann mir gerne mal schreiben, wie er die fand. Maple Sugar. Klasse. Und zu guter Letzt, dann sind wir auch schon fast schon durch wieder mit dem Video, auch von der gleichen Kollektion, den Strawberry with Rice. Den habe ich zum Beispiel gestern gekriegt und der riecht nach Erdbeere. Und ich glaube, das ist die Neuauflage von dem anderen Erdbeerduft, der ist aber rausgegangen aus dem Sortiment, der Sweet Strawberry. Ich glaube, das ist die Neuauflage davon. Ja, der riecht auch schön authentisch erdbeerig. So ein bisschen wie so Erdbeerkompott, würde ich jetzt eher sagen. Oder wie so eine schöne Erdbeermarmelade. Ja, total klasse. Schöne reife Erdbeeren. Riecht jetzt auch nicht muffig, wie es manchmal so ist bei irgendwelchen Fruchtdüften. Und bei dem bin ich echt mal gespannt, wie der sich so macht. Das Strawberry with Rice. So, das waren meine vier Kerzen, die ich jetzt neu gekriegt habe. Und jetzt packen wir das schöne Paket aus. Das ist jetzt schon 2 Tage hier. Und ich bin echt jetzt mal gespannt drauf, was mir die liebe Dalinka so geschickt hat. Erstmal eine schöne Karte. Die werde ich erstmal schnell lesen. Danke, Katharina, ich bleibe auf alle Fälle so, wie ich bin. Bekommt einen Ehrenplatz. Und da packe ich erstmal alles aus. So, Karton ist leer. Und da lacht mich auch gleich ein Tee an. Müllers Teestube. Ach, von Müller. Okay, wusste gar nicht, dass die auch Tees haben. Das ist der Geschmack Sommerfreude, Früchtetee. Früchtetee, aromatisierter Orangengeschmack. Bin ich echt mal gespannt, wie der so schmeckt. Für Müller hatte ich jetzt selber noch keine Tees gehabt. Ich werde mal schnell riechen. Oh, der riecht gut. Da bin ich echt mal gespannt, wie der schmeckt. Sage schon mal ein ganz großes Dankeschön für den schönen Tee. Tee geht immer, nehme ich auch überwiegend für die Arbeit. Dann geht's weiter mit einem schönen Duschbad. Duschbad geht ja auch immer von Isana Kokoswasser, den hatte ich schon mal. Die gibt es aber, glaube ich, gar nicht mehr so bei uns zu kaufen. Und der riecht auch schön nach Kokos, nach Kokoswasser. Ja, schön frisch, fruchtig. Ja, komme ich mir gleich vor wie in der Karibik. Klasse. Der ist auf alle Fälle schön allgemein. Die ganzen Isana-Duschbäder und allgemein die Duschbäder im Rossmann gehen immer. Auch kann ich immer gebrauchen. Danke, danke. Und
Zu guter Letzt ein größeres. Es wird wahrscheinlich eine Kerze sein, gehe ich mal von aus. Wäre nicht nötig gewesen, der linke. Oh, geil. Werde ich mir auf alle Fälle aufheben, wenn ich Montagepaket mache. Hat sie mir einen Duft. Das ist eigentlich einer meiner liebsten Sommerdüfte. Den geht eigentlich jedes Jahr. Da habe ich sogar noch ein Glas von. Und das ist der heißgeliebte Coconut Splash. Viele mögen ihn, viele hassen ihn. Ich finde ihn ganz geil, muss ich sagen. Ist jetzt was anderes wie Black Coconut. Das ist ja die parfümige Kokosnuss. Und das riecht eher nach Kokoswasser. Kokosnusswasser. Da passt auch das Duschgebad ganz gut dazu. Hat auch eine leicht parfümige Note. Aber total geil. So was habe ich auch vorher noch nie so gerochen, muss ich sagen. Ich habe jetzt schon etliche Kokosnussdüfte von anderen Herstellern auch schon getestet. Und ich finde den eigentlich mit am besten. Den müsste es auch noch relativ gut zu kaufen geben. Wie gesagt, da habe ich schon ein Glas von und jetzt habe ich einen Ersatz. Kann ich das andere Glas auf alle Fälle anzünden. Und den gibt es auch noch relativ zu kaufen. Gut zu kaufen. Bin mal gespannt. Ich hoffe, der geht so schnell nicht raus. Da werde ich mir auf alle Fälle noch ein paar Gläser holen. Und ja, wie gesagt, der geht immer. Ist überwiegend ein Sommerduft, aber ich mache den auch im Frühling und im Herbst an. Das ist mir jetzt eigentlich egal. Und riecht auch schön intensiv. Also man nimmt auch richtig die Kokosnussnote wahr und das Kokosnusswasser. Wie gesagt, wer das bisschen parfümiger mag, der ist mit dem Duft ja auf alle Fälle richtig. Ich finde ihn schön. Hat auch irgendwas Edles irgendwie, muss ich sagen. Und ja. Freue ich mich drauf, den anzünden zu dürfen. Das sage ich schon mal dir, liebe Dalinka, ein ganz großes Dankeschön. Wäre nicht nötig gewesen. Bin echt gespannt, wie der Tee schmeckt. Den werde ich auf alle Fälle jetzt am Wochenende mal testen. Und das Duschbad auch. Und ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Wie gesagt, es war nicht viel gewesen. Und mal schauen, der Tag ist noch lang, was ich noch so kriege. Vielleicht kriege ich noch ein paar Kerzen. Das mache ich, packe ich dann im nächsten Video mit rein. Und wünsche euch auf alle Fälle dann einen schönen Start ins Wochenende. Und schönen Start in die neue Arbeitswoche. Mein Urlaub ist jetzt auch um. Ich muss auch nächste Woche wieder arbeiten, leider. Und sag bis wieder 1, 2, 3. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Jetzt kommt auch schön die Sonne raus bei uns. Wir hatten ja die ganze Woche nur Regen und Schneeregen. Und ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser wird und bis zum nächsten Mal. Bye bye.